Da sind wir wieder bei Black Mirror und Das Bett steht etwas schief, als wäre es verschoben worden. Vielleicht wurde etwas darunter versteckt. wir suchen immer noch nach Angelina. Und wenn es das Zimmer ist, von dem ich ausgehe, das ist deine Luke. Na sowas. Unter dem Bett wurde der Teppich aufgerissen. Und das scheint eine Art Metallabdeckung zu sein. Das sollte ich mir mal genauer ansehen. Denn das hier war früher mal eine Irrenanstalt. Hier war das Klo, hier war irgendwo das Loch und so weiter. Ja, ich erinnere mich noch sehr genau daran, Alter, wenn Murray das sehen wird. Da ist das Ding. Eine Art runder Metalldeckel. Er war unter dem Teppich verborgen. Dann wollen wir mal. Okay, Moment. Wie komme ich hier wieder raus? Ich gehe wieder raus? Das war's noch nicht. Nee, ich weiß. Weil ich erstmal. Kann ich den Brief. Angelina hat und wenn nichts mal sehen. Ich muss ihn nur mal eben lesen, Wenn weil. das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. Wer? Mein Ach. Ich muss ihn mir tatsächlich nochmal durchlesen? Ohne Witz? Angelina hat den Brief an sich selber geschickt. Das war ihre Versicherung. Sie wusste, wenn ihr etwas geschehen sollte, würde dieser Brief auffallen. Und wenn nichts geschehen wäre, hätte sie den Brief heute einfach in den Müll geworfen. Wäre es doch nur so gewesen. Mal sehen. So, ich brauche gerade einen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas Blatt schiefgegangen. Papier, also. Mein Name ist Angelina Morgan und ich versuche Informationen über das Schloss Black Mirror, die Familie der Gordons und einen Geheimbund zu sammeln. 62. Ich fühle mich bedroht und verfolgt 17, von einem Mann namens Reginald Boris. 1, Bitte kontaktieren 25. Sie die Polizei und Darren Michaels. Ja, und ja, ja. Wir haben Darren Michaels. Wir sind Das ist das Inhaltsverzeichnis aus dem Buch Die Märchen der Gebrüder Grimm. Insgesamt 15 Märchen sind nummeriert aufgelistet. Ich kenne nur ein paar davon. '62 ist die Bienenkönigin. '17 ist die weiße Schlange. Eins ist der Froschkönig. Und 25 die sieben Raben. So, gut. Dann wollen wir mal. Ich würde jetzt mal im Uhrzeigersinn gehen, oder? Ich kann auch nicht, ohne Witz, nicht ganz viel darauf erkennen. Hier, das ist ein Frosch. 25. Nee, 25 waren die Rahmen. So. 17 ist eine weiße Schlange. Das ist der, na, so. Sieben, nee, sieben, das muss eins sein. Eins ist, ach nee, eins ist der Froschkönig. Was habe ich denn? Ach ja. Froschkönig. Das ist es. Ich habe ein leises Klicken gehört. Sehr schön. Boah, ein widerlicher Gestank. Das dürfte die Kanalisation sein. Oder ein Loch, das als Kanalisation missbraucht wird. Na komm schon, Darren, du willst deine Geliebte suchen. Beweg deinen Arsch da rein. Es ist stockdunkel. Ich kann nicht erkennen, wie tief es ist. Aber ich glaube, ich muss da runter. Irgendwo dort könnte Angelina gefangen gehalten werden. Ich weiß es. Geronimo!
Okay. Ich speichere mal eben. Nur so zur Sicherheit. Und dann will ich mal eben testen. Es ist nur noch ein einziges Streichholz in der Schachtel. Ich sollte mir genau überlegen, was ich damit anstelle. Ja, dann geh da einfach runter. Ich brauche Licht. Ohne Licht ist die Chance, dass ich mich verletze und selber gerettet werden muss, höher als die Chance, dass ich Angelina finde und rette. Ohne Witz muss ich jetzt echt noch Taschenlampe finden. Der Teppich wurde an zwei Stellen aufgeschnitten und dann aufgeklappt. Er scheint nicht mit dem Boden verklebt gewesen zu sein. Okay, wir haben keine Taschenlampe, aber wir haben auf jeden Fall schon mal Batterien. Wir haben einen Fernseher, wir haben einen Schrank. Was hier? Das gibt's doch nicht! Der schläft tief und fest. Hey, Mann! Aufwachen! Wie? Was? Na, das wurde auch mal Zeit. Was? Was kann ich für Sie tun? Wir wollen ein anderes Zimmer. Es stinkt im gesamten Flur nach Gülle. Ich, oh, selbstverständlich. Damit habe ich nichts zu tun. Das war ich nicht. Nein, momentan nein. Wüsste ich nichts, was ich Mary fragen könnte. Schade. Ich hätte ja jetzt vielleicht nach einer Taschenlampe gefragt. Oder nach einer Kerze. Kann ich rausgehen? Kann ich nach Willow Creek gehen? Alter, ich kann sogar noch wieder nach Willow Creek latschen. Das ist so eine Katastrophe. Aber außer dem Pub wird vermutlich wieder nicht... Bobby hat die Tür abgesperrt. Hier ist heute Nacht nichts mehr los. Okay, dem Sack will ich nicht reden. Der ist auch zu. Abgeschlossen. Okay, also zurück zum Hotel. Wir brauchen Licht. Auch wenn ich nochmal hineinsehe, der Schrank ist völlig leer. Schade. Hier nur noch ein... Menno, ich weiß schon wieder nicht weiter. In unser eigenes Zimmer gehen wir aus irgendeinem Grund nicht. Momentan. Mary wird's nicht reden, an die Schließfächer kommst du so da nicht ran. Er ist doch wieder wach. Ich könnte die anderen Schließfächer garantiert auch knacken. Aber ich habe, was ich wollte, und ich bin kein Hoteldieb. Zumindest nicht so richtig. Jetzt steht er daneben und es interessiert alles immer nicht mehr. Die Sachen will er doch nicht mitnehmen. Aha. Leuchtet in drei verschiedenen Farben. Oh Gott, nein. Ich hasse mich schon jetzt dafür, aber ich brauche Licht und ich brauche es jetzt. Ernsthaft? Halten Sie einfach die Klappe. Okay, Entschuldigung, das habe ich jetzt übersprungen. Tut mir sehr leid. Die Batterien passen und ich habe Licht. Ab in den Untergrund. Und was machst du hier nur? Ich habe mich mit Sammy wohler gefühlt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag den. Ich finde den total toll. Toll, an Darren liegt es nicht. Es liegt an mir. Es liegt an mir, alter Junge. Es ist wirklich die Kanalisation. Allerdings garantiert nicht aus den letzten 100 Jahren. Ich kann Wasser erkennen. Und da sind Stufen in der Wand. Gehst du da jetzt bitte endlich runter?
Oh Mann, kein einladender Ort. Nein, nicht wirklich. Da hinten lang, zum Eingang, nach rechts. Hier wieder raus. Sollte Angelina wirklich in die Kanalisation gestiegen sein? Oder sollte man sie hier verschleppt haben? Muss es dafür Hinweise geben? Irgendein Zeichen oder irgendwas, das ihr gehört? Jetzt gehen wir mal da hinten lang. Ernsthaft, vorne links, hinten rechts. Ich werde mich hier eiskalt verlaufen. Gitter. Ich weiß nicht genau, wofür hier überall diese Gitter sind. Vielleicht sollen sie großes Treibgut aufhalten. Oder sie sollen verhindern, dass Einbrecher durch den Kanal in Häuser einsteigen. Ich weiß nicht genau, wofür. Okay, kann ich eins davon... Messer aufmachen? Nein. Ein normales Buttermesser. Ja, das ist... Das hilft auch nicht. Wenn ich da ein Foto von machen, dann kann ich auch nicht. Okay, ich habe das dumme Gefühl, ich kann hier überall sterben. Aha. Ein etwa 50 cm langer Holzbalken. Sonst noch irgendwas Spannendes hier? Nee. Ein Loch. Ich hasse Ratten! Da fasse ich ganz bestimmt nicht rein. Ja, ich hab mich gerade erschreckt. Der schreit ja auch wie ein Mädchen. Wie viele vorne und hinten links gibt's hier denn noch alles? Hier war ich doch eben schon. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Kann durchaus passiert sein. Hier war ich auch schon. Wo geht's hier eigentlich nach oben hin? Hier ist eine Eisenleiter an der Wand. Ich müsste ungefähr unter dem Parkplatz sein. Am Ende der Leiter ist eine Metallabdeckung. Sie bewegt sich kein Stück. Gut, gehen wir nach rechts. Eisenstange. Nehmen wir auch mit. Hey, da steht eine Metallstange an der Wand. Ich nehme sie mit. Man weiß ja nie. Nö, können wir zur Not irgendwie über den Kopf zimmern. Was war das? Alter, muss ich jetzt Angst kriegen? Dann kannst du das bitte lassen. Ich fühle mich hier sowieso schon nicht sehr. Boah, das stinkt. Alter, es wird auch immer dunkler. Hier war ich doch schon mal, oder nicht? Kann ich denn... Ja, das Gitter aufbrechen. Mit dem Holzbalken kann ich das Gitter nicht öffnen. Dann eben mit der Metallstange. Scheint zu halten. Ich möchte das trotzdem lieber abstützen.
Ich wette, ansonsten wären wir da einfach mal zerquetscht. Ein echter Traum. Angelina wird auf 100 Meter riechen können, dass ich zu ihrer Rettung nahe. Wenn Angelina hier ist, ist sie auf jeden Fall auf dieser Seite des Gitters. Woher weißt du das? Weißt manchmal Dinge, die wüsste ich auch sehr gerne. Eine Röhre. Eine Röhre, die schräg hinabführt. Und hier hängt? Das ist ein Stück Stoff. Könnte von einer Bluse sein. Und es scheint noch nicht lange hier zu hängen. Ich hoffe, das ist nicht von Angelina. Aber von wem sollte es sonst sein? Die Röhre führt steil hinab. Ich kann nicht erkennen, wo sie aufhört. Sie ist groß genug, um hineinzuklettern. Ob sie dort unten ist? Angelina! Angelina! Nichts. Können wir jetzt bitte endlich diese Wunderkerze anzünden? Es ist nur noch ein einziges Streich. Ich würde sie sonst da runter... Warte, ich trau mich da nicht runter. Okay, Moment. Ich hoffe nur, die Röhre wird unten nicht schmaler. Und dass ich einen Weg zurück nach draußen finde. Verdammt rutschig. Als hätte jemand die Röhre mit... Verdammte. Als hätte jemand die Röhre eingeölt. Der dämliche Seelenschlüssel ist zersprungen. Ich kann nicht mal die Hand vor Augen sehen. Ich habe noch den Fotoapparat. Das Blitzlicht könnte helfen. Hier ist so etwas wie eine Metalltür. Hier ist eine Art Griff, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Warum? Erst sagt er noch großartig, ich habe ein Fotoapparat und so, ne? Das ist... Es fühlt sich wie grober Stoff an. Aber viel schwerer. Und es ist sehr lang. Ein Schlauch. Metalltür, Schlauch, okay. Das ist die Röhre, die ich hinuntergerutscht bin. Man kann eine schmierige Substanz auf dem Boden fühlen. Okay, kann ich... Die Wunderkerze brennt vielleicht etwas länger als das Streichholz, aber wohl kaum lange genug, um mich hier rauszuholen. Ja, nur dummerweise tust du mit der Kamera ja auch nichts. Blöd, Mann. Müsste ein Schlauch sein. Ein Metallding. Ein Eimer. Das ist... Da ist irgendwas Schleimiges drin. Öl. Altes, abgestandenes Öl. Metalltür, Schlauch, Eimer mit Öl. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich klicke die jetzt einfach durch. Offensichtlich will er ja nicht mit der Was Kamera ist das? Arbeiten. Etwas Weiches. Ein Lappen. Ja, dann nimm den Lappen. Und jetzt? Ich hab ihn.
Vielleicht den Lappen mit... Nee, nicht mit dem Schlauch, mit Öl. Ich tunke den Lappen ins Öl. So, er ist mit Öl getränkt. Genau wie meine Hand. Okay, jetzt müssen wir nur noch irgendwas finden, wo wir es drum wickeln können. Das ist der Seelenschlüssel. Oder das, was davon übrig geblieben ist. Er ist in mehrere Teile zersprungen. Kann ich... Ich wollte eigentlich ganz gerne... Es wäre sehr nett, wenn das Inventar sich einfach verziehen würde. Metalltür, Schlauch, da ist noch ein Fragezeichen. Hier liegt etwas sehr Kaltes, Metallisches. Eine Stange oder ein Rohr. Kann ich da den Schlauch... Es ist wirklich ein Rohr. Etwa 50 cm lang und ziemlich schwer. Bäh. Das dickflüssige Öl läuft langsam die Stange hinunter. Aber das Tuch müsste halten. Ich habe eine Ecke in die Öffnung des Rohres gestopft. Sehr schön, dann können wir jetzt eine Fackel bauen. Ich steck das mal hier in die Wand. Keine Lust, dass mir heißes Öl über die Finger läuft. Mein letztes Streichholz. Sehr gut. Ich sehe was. Was du nicht siehst. Zwei riesige Metalltanks. Vielleicht für Treibstoff oder Öl. Könnten aber auch Wassertanks sein. Metalltür. Aha. Kein Wunder, dass ich die Tür im Dunkeln nicht aufbekommen habe. Sie ist durch eine Stange blockiert. Und es ist eine Schiebetür. Das verraten die beiden Metallschienen an der Wand und auf dem Boden. Das spricht dafür, dass ich mich in einer Art Bunker befinde. Dort gibt es meistens Schiebetüren, weil sie sich auch nach Explosion noch öffnen lassen. Vielleicht kann ich damit die Tür öffnen. Da tut sich nichts. Da tut sich nichts. Okay, Metallstange. So kann man die Tür natürlich nicht öffnen. Ich nehme sie weg. Hier hängen ein paar lose Kabel aus dem Kasten. Da tut sich nichts. Sieht aus, als wären die mit Absicht rausgerissen worden. Ich steck sie wieder rein. Dann wollen wir mal sehen. Oh, da gibt es sogar einen Lichtschalter. Das hier müsste der Schalter für die Tür sein. Leicht zu erkennen an der Beschriftung. Na bitte, geht doch. Okay, was haben wir denn hier sonst noch? Zu der zerbrochenen Damit Schlüssel? Kann ich nichts mehr anfangen, fürchte ich. Kannst hier mit nicht sehr vielen Dingen irgendwas anfangen. Ein großer dunkler Raum und Gitterstangen. Ich kann kaum was erkennen. Wir haben dich erwartet, Darren. Was soll das? Wer sind Sie? Du wirst einige Tage unser Gast sein. Was habt ihr vor? Und was habt ihr mit Angelina gemacht? Nein. Nein! Ich gehe jetzt. An Flucht ist nicht zu denken. Dies ist ein alter Bunker der Home Guard aus dem Zweiten Weltkrieg. Zwischen dir und der Freiheit liegen meterdicke Betonwände, Stahl und Felsen.
In wenigen Tagen werden wir dich holen, Darren. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt. Verdammt nochmal! Was wollt ihr nur von mir? Warum musstet ihr Angelina als Köder benutzen? Warum sie? Weil ich werde euch finden! Ja. Ja! Sie hat halt funktioniert. Oh Gott. Die Eisenstäbe sind mit Rost bedeckt. Trotzdem lassen sie sich kein Stück bewegen. Zähnschloss. Ein massives Vorhängeschloss. Ziemlich alt. Mit einem großen Schlüsselloch. Zweimal? Ne, Zähntür. Abgeschlossen. Nett, dass du nochmal dran rüttelst, dein Campingkocher. Ein Gas-Campingkocher. Vermutlich soll ich damit meine Mahlzeiten aufwärmen. Wie nett. Endlich. Anscheinend wollen sie mich nicht verdursten lassen. Das sind etwa 10 Liter. Wenn man von 2 Litern pro Tag ausgeht, wollen sie mich also maximal 5 Tage hier unten warten lassen. Toll. Aluschalen mit Fertigessen, wie es scheint. Das ist nicht das Zeug, das man im Supermarkt bekommt. Sieht eher aus wie von einem Bringdienst. Das ist so ein Ding, mit dem man Gasflammen entzünden kann. Ein Metallstück wird über so eine Art Feuerstein gerieben und dadurch entstehen Funken. Nimm es mit. Eine knapp 2 Meter lange Kette. Mitnehmen. Wir nehmen alles mit. Das habe ich mit Samuel auch schon so gemacht. Konservendosen. Verschiedene Suppen, Aprikosen, Bohnen. Hungern sollst du wohl tatsächlich nicht. Ein Schraubendreher. Sieht wie ein Schraubenzieher aus. Mitnehmen. Warum der wohl hier liegt? Ein billiger Campingtisch mit einem Stuhl. Das soll dann wohl die wohnliche Komponente meines Gefängnisses sein. Okay, wir haben einen Campingkocher, wir haben ein Zellenschloss, wir haben ein Gitterstäbchen. Kann ich, warum auch immer? Samuel würde... Ach, ich sag schon Samuel. Nein. Zellentür, Tisch, Anschein, schade. Ach, die Tür ist auch zugefallen. Das ist ja sehr romantisch. Sie bewegt sich keinen Millimeter. Okay, Konserventisch. Ne, nehmen wir mit. Ich nehme nur eine mit. Wenn das funktionieren würde, hätten sie mir sicher nicht den Schraubenzieher hier liegen lassen. Das stimmt allerdings. Konserven. Kann ich den Campingkocher anmachen? Ich sollte die Flamme nicht so lange brennen lassen. Wer weiß, wie lange das Gas reicht. Okay, machen wir uns hier jetzt was zu essen oder wird das? Mal abgesehen davon, dass mir gründlich der Appetit vergangen ist. Picknicken in der gemütlichen Untertagezelle? Nein, danke. Okay, wir können jetzt noch nicht so ganz viel... Lieber nicht. Die Wunderkerze würde recht schnell abbrennen. Vorher muss ich ja noch was anderes tun. Okay, aber auf jeden Fall hat es schon mal mit der... Ich würde gerne irgendwas mit dieser scheiß Kette machen. Sie zum Beispiel irgendwo festbinden, aber... Naja, er halt nicht. Okay, Mist. Das Schloss scheint festgerostet zu sein. Ich muss es anders aufbekommen.
Die Frage ist nur, wie. Wunderkerze, Schlüssel für die Vitrine, Inhaltsverzeichnis. Jo, lauf du da mal eine Runde rum. Wie war das noch mit der Hebelwirkung? Hm? Je größer der Hebel, ich würde sagen, der Schraubenzieher ist eher zu klein. Ja, aber ich habe ja auch keine Eisenstange mehr hier. Okay, die Gitterstäbe. Können wir die irgendwie losmachen? Eine. Die Eisenstäbe sind mit Rost bedeckt. Trotzdem lassen sie sich kein Stück bewegen. Oh Gott, ich flippe hier aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.